Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Longest Journey. Also den Besen Ein haben Besen. Wir. Ja, ja. Doch nicht so stabil. Ja. Bandu? Oh weh! Was sollen wir denn jetzt tun? Das ist eine gute Frage. Ich untersuche sie lieber nicht zu genau. Okay. Kann man da durch? Die Tür ist von außen verschlossen. Gut. Moment mal, die Tür ist abgeschlossen? Hilfe, die Tür ist abgeschlossen. Ich sitze in der Falle. Oh, wow. Schön, dass sie das auch jetzt bemerkt. Ein großer Kamin mit einem lodernden Feuer. Ein lockeres Dielenbrett. Eine Latte. Ein lockeres Dielenbrett. Gut, was haben wir im Inventar? Er scheint nicht da zu sein, oder? Er scheint nicht da zu sein. Ich versuche später nochmal. Gut, also. Taschenrechner. Eigentlich haben wir nichts im Inventar, das... Organoplastik. Können wir es ins Feuer legen? Warte. Das hat gerade so einen Klang gemacht. Ja. Spielzeugaffe. Okay, Moment, können wir damit nichts machen. Der Pfeiler sieht etwas wackelig aus. Gut. Etwas wackelig. Ich will nicht, dass mir das ganze Dach auf den Kopf fällt. So, mal sehen, was passiert. Wenn ich nicht vorsichtig bin, stürzt der Pfeiler ein. Okay. Ein lockeres... Gut, gibt es sonst noch etwas? Kleiner Schädel. Gut. Wir haben etwas Neues erhalten. Schauen wir uns das mal an. Gut. Ansehen. Wer mag das gewesen sein? Halt, das ist mir zu morbide. Vielleicht, Moment. Okay, da können wir nichts machen. Mit dem Pfeil. Mit dem Pfeile auch nicht. Auch nicht. Ins Feuer legen können wir es auch. Auch nicht. Ich dachte vielleicht vor die Tür, dann kommt sie raus und sagt sich, kommt sie rein. Oh, wer setzt das vor meiner Tür? Und fällt. Und dann lassen wir das Teil runterfallen. Im Moment können wir damit nichts machen. Komische Einrichtung. Ja. Yeah. So. Ich kann da nicht raufklettern. Außerdem bin ich für das kleine Fenster viel zu groß. Aber du kennst jemanden, der groß Ein genug Fenster, ist. Aber zu eng für mich. Da komme ich nicht raus. Ja. Oh weh. Was sollen wir denn jetzt tun? Das ist ganz einfach. So, packen und hier. Komm hier herüber. Lass uns etwas ausprobieren. Oh weh. Oh weh mir. Was hast du vor? Ich bring dich hier raus. Einen Moment noch. Kannst du das Fenster einschlagen und durchklettern? Oh weh. Es tut mir leid, aber das kann ich bestimmt nicht. Die Fensterscheibe ist zu dick für mich. Hm.
Für ihn ist die Fensterscheibe zu dick, aber wir können etwas durchwerfen, oder? Ja. Yeah. Gut. Dann raus mit dir. Komm hier herüber. Lass uns etwas ausprobieren. Oh weh! Oh weh mir! Oh Mann, du Jammerlappen. Was hast du vor? Ich bring dich hier raus. Einen Moment noch. Ja. Hey, da warte doch. Du solltest doch die Tür für mich öffnen. Lauf nicht weg. Mist. Was soll ich jetzt nur tun? Da kommt sie. Ich bin wieder da. Mit Bären und... Was ist dir geschehen? Warum ist der... Okay. Was hast du getan, du dummer kleiner Mensch? Ich hab nur ein unschuldiges Wesen davor bewahrt, von dir verspeist zu werden, Gribbler. Du glaubst also, du kannst in mein Haus kommen, mein Abendessen freilassen und würdest so einfach davonkommen? Na klar, werde ich davonkommen, weil mich schon bald eine große bewaffnete Streitmacht befreien und dich töten wird. Du solltest dich lieber aus dem Staub machen, solange es noch geht. Also wirst du heute mein Abendessen und ich hatte gehofft, ich könnte noch etwas für morgen aufheben. Ach komm schon, Gribbler, du denkst doch nicht ernsthaft daran, mich zu essen. Gib den Weg frei. Ich kann Karate. Mach schon, verschwinde. Oh Mist. Hüpf. Okay, das war zwar nicht der Plan. Aber das ist auch gut. So, raus hier. Hi, Ben. Oh weh, wo ist das Monster? Es hat sich in Rauch aufgelöst. Was war denn mit deinem Bruder? Er ist einfach davongelaufen, ohne sich zu verabschieden. Ich habe ihn auf der Straße getroffen. Er lief wie der Wind, erzählte, dass du ihm aus dem Fenster geholfen hast und wollte Hilfe holen, weil er den Gribbler zurückkommen sah. Ich bat ihn, das Dorf zu alarmieren, so viele Bander wie möglich zusammenzurufen und hierher zu kommen. Ich sagte ihm, dass ich dir in der Zwischenzeit helfen werde. Vielen Dank. Das war sehr tapfer von dir. Tapfer? Oh weh. Du hast den Gribbler besiegt. Du bist unsere Heldin. Ich schulde dir das Leben meines Bruders. Das Leben unseres ganzen Stammes. Oh. Ich weiß, dass dich die Banda für deine mutigen Taten belohnen wollen. Du bist in unser Dorf eingeladen. Ich werde meine Leute bitten, ein großes Fest für dich vorzubereiten. Ach, das brauchst du nicht, Ben. Ich hab doch nur getan, was jeder andere auch getan hätte. Aber du hast es getan. Gib mir deine Karte. Ich zeige dir, wo unser Dorf liegt. Dann werde ich schnell loslaufen und den Leuten erzählen, dass es den Gribbler nicht mehr gibt. Woher soll er das wissen, dass es ihn nicht gibt? Nicht mehr gibt. Aber bevor wir das machen... Wir haben einen neuen Tagebucheintrag ausgetrickst worden. Montag, spätnachmittags. Wow, was für ein Tag. Ich habe eine Menge neuer Leute kennengelernt, darunter ein paar pelzige Kerlchen und einen sprechenden Vogel, habe eine alte Hexe getötet und einen gefangenen Banda befreit und bin ins Bandadorf zu einem Fest eingeladen, das sie mir zu Ehren veranstalten. Wenn ich bedenke, dass ich letzte Woche aus dem Häuschen war, weil ich Wurst statt Salami auf der Pizza hatte... Ich fühle mich mächtig und mächtig hungrig. Okay.
Dann zum Banderdorf. Ich dachte, die leben unterm... April! Unter der Erde. Ich bin so froh, dass du in unser Dorf gekommen bist und mit uns am Feuer sitzt, damit wir uns richtig bei dir bedanken können. Es ist mir eine Ehre, Ben Bandu. Ich würde den Wald nicht durchqueren, ohne euer Dorf zu besuchen und zu sehen, wie das Bandervolk lebt. Du bist so wortgewandt. Mein Bruder sitzt dort am Feuer. Ich weiß, dass er auch mit dir reden möchte. Aber der Älteste möchte zuerst mit dir sprechen. Er liegt in seiner Hängematte auf dem Hügel. Sprich mit ihm und dann komm zurück, damit wir das Ende des Gribblers und die tapfere Flucht von April Ryan und Ben Bandus Bruder feiern können. Okay, hier ist Feuer. Also, das ist der Älteste. Und wer ist das? Ben Bandus Bruder. Ach so. Okay. Auch eine Hängematte für einen Bandu. Ja. Komm mal ein bisschen näher. Da ist Krähe. Sie glüht. Gut, das sollst du mal sehen. Krähe, wie bist du denn hierher gekommen? Er kann fliegen. Schon mal was davon gehört? Ach nö, komm schon. Na endlich. Eigentlich wollte ich ihn zuerst ansehen, aber... Die Heldin des Tages kommt den alten Bandu besuchen. Lass mich dein Gesicht sehen, Menschenkind. Bück dich doch etwas. Okay. Das ist schon viel besser. Der Mensch ist jetzt schon näher an der Erde. Vielleicht hört sie es auch wie wir. Bewegung, wie die Erde sich formt, atmet, schlägt. Ich spüre gar nichts. Tut mir leid. Also ist der Mensch kein Gräber, aber wir verurteilen sie deswegen nicht. Das Menschenkind ist eine Heldin. Bitte nenn mich nicht so. Ich bin keine Heldin. Ich war nur zur rechten Zeit am rechten Ort, um jemandem zu helfen. Sie besiegte das Böse, das unseren Wald heimsuchte und rettete einen unserer Kleinen vor einem Wesen des Chaos. Deshalb ist sie ein Held. Du bist die eine, von der wir in unseren Liedern singen. Eine wird uns vom Bösen befreien und dann weiterreisen, um das Gleichgewicht zu retten. Das bist du doch, nicht wahr? Ja. Ich weiß es nicht. Gut, wir werden es sehen. Du wirst heute Nacht in der Höhle der Geister schlafen und morgen werden wir sehen. Aber jetzt musst du mitfeiern. Das Fest ist zu deinen Ehren, um dir unsere Dankbarkeit für deinen Mut zu beweisen. Ich danke dir. Geh, iss und trink und tanze und leg dich dann in der Höhle der Geister zum Schlafen nieder. Wir reden morgen weiter, bevor du deine Reise fortsetzt. Du bist doch auf einer Reise, oder? Einer sehr langen Reise, ja. Wir sind alle auf einer Reise, aber deine ist die wichtigste, die es je gab. Nun geh, ich werde meine Pfeife rauchen und an die Prophezeiungen und Lieder denken. Geh. Okay, sehr gut, sehr gut. So, der Bandu-Älteste. Sie sagt nichts mehr dazu, dann mal reden mit dem... Krähe? Oh, hallo. Ich hab mich schon gewundert, wie es dir ergangen ist. Wie ist es dir ergangen? Ich dachte, du würdest mir suchen helfen. Ich hätte heute Mittag Hilfe gebrauchen können. Schon, aber ich habe einige Bander gefunden, oder nicht? Nur nicht den, den wir gesucht haben. Und abgesehen davon war ich kaputt. Meine Flügel tragen mich nicht endlos weit. Ab und zu brauche ich einen Zweig zum Ausruhen und ein paar saftige Beeren. Ach ja, Beeren. Hast du schon die probiert, die es hier gibt? Sehr lecker. Ich wüsste gern, womit sie die Beeren ansetzen. Wenigstens geht's dir gut.
Aber ja, du kennst mich. Obwohl ich einen schönen Federputz gebrauchen könnte. Als Belohnung für meinen Fleiß. Wie wär's? Fleiß? Ich muss mich heute wohl selbst putzen. Aber ich will nicht meckern. Aber du bist schuld, wenn ich morgen früh mit einem steifen Nacken aufwache. Ach, so ein kleiner. Gut, Lagerfeuer. Da brennt aber ein tolles Freudenfeuer. Die anderen Bandus können wir nicht ansehen. Wenn Bandus Bruder. Gut. Ben Bandus Bruder, Bandu Uta. Bandu Uta, gut. Dann rede mal mit ihm. Er will ja auch mit uns reden. Und hatten wir eigentlich nicht mit unseren Freunden abgemacht? So gegen Abend? Oh, hallo April, setz dich doch. Geht's dir gut? Ich dachte, du lässt mich im Haus des Gribblers allein zurück. Oh weh, das tut mir leid. Aber als der Gribbler aus dem Wald zurückkam, bin ich in die Büsche und auf schnellstem Weg zum Dorf gelaufen. Ich wollte Hefe holen, verstehst du? Aber dann traf ich meinen Bruder und habe ihm erzählt, was geschehen ist. Ach, ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich danke dir, April. Aber wie hast du den Gribbler besiegt? Mit viel Glück und schneller Überlegung. Meine begrenzten Talente im Kampfsport sind nicht zum Einsatz gekommen. Hattest du Angst? Ich hatte noch nie im Leben solche Angst. Irgendwie aufregend. Obwohl diese Aufregung mir für ein ganzes Leben reicht. Oh weh! Ich könnte nie so tapfer sein wie du, April. Niemals! Genießt die Party, Jungs. Was ist die Höhle der Geister, die der Älteste erwähnt hat? Was ist die Höhle der Geister, die der Älteste erwähnt hat? Oh, das ist ein heiliger Ort. Ein sehr heiliger Ort. Dort sprechen die Banda mit ihren Ahnen, stellen ihnen Fragen und lernen aus ihrer Weisheit. Wirklich? Der Älteste meint, ich soll heute Nacht dort schlafen. Das hat der Älteste gesagt? Damit erweist er dir eine große Ehre, April. Nur die Würdigen dürfen die Nacht in der Höhle der Geister verbringen. Okay, und wo liegt die Höhle der Geister? Da hinten. Wo liegt die Höhle der Geister? Direkt hinter dir, am Ende der Wiese. Okay, wo sagtest du nochmal, liegt die Höhle der Geister? Nee. Genießt die Party, Jungs. Oh, sie findet zu deinen Ehren statt, April. Auch du musst sie genießen. Gut, können wir eigentlich zurückgehen und versuchen, die... Im Dunkeln werde ich den Weg durch den Wald nicht finden. Okay. Gut, dann die Höhle der Geister. Sie muss reinkriechen, oder? Okay, es ist geräumiger, als ich dachte, wenn ich ehrlich bin. Kein großes Feuer, aber es ist angenehm warm hier und der Rauch ist angenehm weich. Gut. Wandgitter? Die Tunnel enden in der Erde hinter dem Wandschirm. Gut. Das ist Feuer. Pilze oder Stühle? Oder beides? Pilzstühle. Psychedelische Möbel. Ich kenne Leute zu Hause, die verrückt danach wären. Psychedelische Möbel. Ah, ich kenne Leute zu Hause, die verrückt danach wären. Okay, ich dachte, wir schlafen auf den Dingern, aber... Ein Bett aus Zweigen und Moos. Nicht so bequem wie eine richtige Matratze. Ich glaube, ich werde gut schlafen. Okay, gut. Dann schlafen gehen, nicht schlafen gehen. Schlafen gehen. Ich werde mich noch etwas umschauen, bevor ich zu Bett gehe. Wir haben doch eigentlich mit allen geredet. Die Party ist fast vorbei. Ich bin müde und habe bestimmt keine Lust mehr, um die Zeit den Wald zu erkunden. Okay. Und dann gibt es nur noch ins Bett gehen. Das andere sind nur Pilz und Feuer. Gut, schlafen gehen. Ich leg mich nur für ein paar. Nein, vergiss es. Ich werde richtig gut schlafen. Ich war noch nie in meinem Leben so müde. Ich leg mich für ein paar Sekunden... Minuten. Aber gut. Sie hatte sich verdient.
Wer schläft denn so? Ach so. Was zum Geier machst du da? Das sind wir, nur in Schattenform. Was? Was machst du hier, du arrogante Zicke? Glaubst du allen Ernstes, ausgerechnet du könntest die Welt retten? Wer bist du? Oh, sag nicht, dass du mich nicht erkennst, April Ryan. Ich bin du. Das ist unmöglich. Das ist nur wieder ein Traum. Ich muss träumen. Das glaubst du, Loser. Das hier ist echt. Echter geht's nicht. Warum bist du hier? Ich schicke dich nach Hause. Deshalb. Du bist eine traurige kleine Nummer. Merkst du das nicht? Es hat keinen Sinn, die gesamte Welt, zwei Welten, deinen kläglichen Versuchen, mit dir selbst ins Reine zu kommen, auszusetzen. Verschwinde, lass mich in Ruhe! Wie zum Henker soll ich das denn machen, Einstein? Ich bin du. Du bist ich. Leider sind wir unzertrennlich. Ich brauch diesen Freudschen Mist nicht, nicht jetzt. Es gibt so viel, was ich tun muss, so viele Menschen, denen ich helfen muss. Als ob du das ernst meinst. Du gibst doch keinen Deut um diese Leute. Du tust es nur für dich, April. Und genau deshalb wirst du scheitern. Sei still! Sei still! So löst du deine Probleme doch immer. Du sagst den Leuten, sie sollen still sein, wenn sie die Wahrheit sagen. Und schließt sie aus, wenn sie dir zu nahe kommen. Hey, erzähl mir nicht. Ich tue es, weil Papa mir wehgetan hat. Lass das. Wie willst du durchhalten, wenn es bei diesem Job hart wird und du dich auf niemanden verlassen oder an nichts glauben kannst? Ich bin doch schon dabei, oder? Ja. Welche Wahl hattest du denn? Dich deinen Problemen zu Hause zu stellen? Dich deinen Albträumen zu stellen? Ich glaube nicht. Also läufst du weg. Und glaubst, du könntest Abstand zu dir und deinen Ängsten aus der Vergangenheit und Gegenwart gewinnen. Aber du rennst nur sehenden Auges auf den Nervenzusammenbruch zu. Wie jetzt? Du redest mit dir selbst, April. Das würde eine geistig stabile Person doch nie tun, oder? Sei still! Halt den Mund! Ruhig. Ganz ruhig, April. Es ist gut. Charlie? Charlie, bist du das? Ruhig. Mach dir keine Sorgen. Ich bin hier. Ich werde auf dich aufpassen. Lieber Himmel, Charlie, ich bin so froh, dass du... Du bist nicht hier, das kann nicht sein. Ich träume doch. Nein. Nein, du träumst nicht. Ich bin hier. Zumindest im Geiste. Bist du es wirklich, Charlie? Wir sind Charlie, dein Freund. Wir fühlen sein Herz und seine Gedanken. Sein schlafender Geist ist bei uns. Aber wir sprechen aus der großen Grabung des Jenseits, wo die Lieder der Banda niemals enden. Seid ihr die Toten? Wir sind in den Boden übergegangen. Wir sind Geister und wir sind hier, um dich zu führen. Warum Charlie? Warum zeigt ihr mir Charlie? Er liebt dich und hat uns hergeführt. In dein Herz und deine Gedanken. Er liebt mich? Charlie liebt mich? Du bist nicht allein auf der Welt, April. Es gibt viele, die sich um dich sorgen. Deine Freunde und deine Familie. Deine richtige Familie.
Du bist nicht allein auf deiner Reise durch das Leben. Was wisst ihr über meine Familie? Meine richtige Familie? Sie wacht über dich, April. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben dich nie verlassen. Sie ermöglichen dir nur, dein Leben so zu leben, dass du verstehst. Es ist wichtig, dass du verstehst. Was soll ich verstehen? Dass das Leben, selbst wenn es schwierig und schmerzvoll ist, ein Geschenk bedeutet. Dass Liebe unbezahlbar, selten und kostbar ist. Dass jede gute Tat, jeder gute Gedanke zählt. Und dass eine einzige Person etwas bewirken und die Welt verändern kann, wenn sie es wirklich will. Wenn sie an sich glaubt und an die Menschen, die ihr vertrauen. Aber das ist alles so beängstigend. Ich verstehe nicht einmal die Hälfte von dem, was um mich herum geschieht. Sagte deine Mutter dir nicht, sie würde dir helfen? Haben nicht Charlie und Emma, deine Freunde, ihre Hilfe angeboten, obwohl du ihnen nicht die Wahrheit über die Vorgänge erzählt hast? Und Cortez, der Rote, hat er sich nicht auch als Freund erwiesen? Wie kannst du da noch Angst haben, wenn dich so viele Geister in deiner dunkelsten Stunde begleiten? Cortez, der Rote? Bitte sagt mir, was ich tun soll. Ich tappe nur im Dunkeln herum. Folge deinem Herzen und deinem Geist, April. Und benutze dein Gehirn. Dies sind die Waffen, mit denen du das Chaos besiegen wirst. Wenn du aufwachst, erzähl dem Ältesten, dass du eine Bakbar hattest und dass du mit den Geistern der Banda gesprochen hast. Dein Name soll unter unserem Volk April Banu Emabata sein. April, die Gräberin, die sucht und findet. Wow. Oh, geh nicht, bitte geh nicht. Boom. Kapitel 5. Hin und zurück. So, und wie heißt die April? Banda Bündela? Keine Ahnung. Ich konnte mir den Namen noch nie gut merken. Aber gut, sie hat sich vielleicht das aufgeschrieben. Tagebuch. Dienstagvormittag. Heute Nacht hatte ich ein spirituelles Erlebnis. Entweder hatte ich Besuch aus der Welt der Geister oder ich habe besonders lebhaft geträumt. Was für eine Erfahrung. Da begegnet man sich selbst und erkennt, was man für eine Zimtzicke ist. Okay. Ganz schön heftig. Naja, ganz so eklig bin ich wohl nicht, aber was sie so gesagt hat, ist mir in letzter Zeit schon durch den Kopf gegangen. Und Charlie, ob er mich wirklich liebt? Ich meine, so richtig? Ich wollte es ja nie wahrhaben, weil es mir umgekehrt nicht so geht. Er ist süß und lieb, aber ich habe einfach eine Schwäche für die falschen Kerle. So wie, oh nein, darüber denke ich nicht mal nach. Ich glaube, ich sollte den Ältesten mal besuchen. So wie Zack? Okay. Oh, sie ist wach. April. Jetzt heißt sie nicht mehr Bandu, oder? Denn das bedeutet ja... Guten Morgen, Ben Bandu. Die Grüße des neuen Tages seien mit dir, April. Hast du gut in der Höhle der Geister geschlafen? Ob ich gut geschlafen habe? Abgesehen von den Stimmen, den Geistern, den spitzen Steinen, die mich in den Rücken gepiekt haben und der feuchten Moosmatratze. Nein, eigentlich nicht. Du hattest Besuch von den Geistern? Es scheint so. Als du es mir gestern Abend erzählt hast, habe ich dir nicht geglaubt. Ich dachte, es wäre nur eine Redensart. So als wenn man sagt, lass dich nicht von den Flöhen beißen.
Unsere Vorfahren sind uns immer nahe. Ab und zu sprechen sie mit denen, die eine Nacht in der Höhle der Geister verbringen dürfen. Dass sie mit dir gesprochen haben, ist eine große Ehre, April. Eine große Ehre. Im Moment würde ich alle Ehren der Welt dafür geben, mal wieder richtig schlafen zu können. Oh je, du bist aber lustig, April. Wenn alle Menschen so lustig sind wie du, müssen eure Städte mit Lachen erfüllt sein. Der Älteste möchte dich noch einmal sprechen. Und ich muss jetzt singen, unten in den Gängen. Heute Morgen ist entschieden worden, dass ich endlich auch graben darf. Das freut mich für dich, Benbandu. Danke dir. Möge das Gleichgewicht dich auf deiner Reise beschützen. Du wirst immer in meinem Herzen sein. Oh. Und du wirst in meinem sein, Benbandu. Immer. Kommst du zurück, wenn deine Reise vorbei ist? Ich werde es versuchen. Auf Wiedersehen. Oh weh, ich mag keine Abschiede, aber auf Wiedersehen. Oh, der Kleine. Gut, aber mit dem Ältesten werden wir in der nächsten Folge reden. Zum Sumpf. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.